Und wieder im Geschehen. Wieder geht's weiter. Mit Tack. Und einer weiteren Folge. So. Und nachdem wir hier das letzte Mal hier die ganzen Früchte reingeschaffen haben und ein bisschen aufgeräumt haben, ist natürlich jetzt der nächste Punkt, dass wir jetzt in Richtung Tiere gehen. Tiere suchen, Tiere jagen. Wir haben Messer. Wir haben eigentlich alles dabei, was wir brauchen. Gucken wir nochmal, außer natürlich unser Schild, was wir nicht mehr haben. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm, denn wir haben ja auch bekannterweise einen Handschuh, den wir dann benutzen können, wenn wir genug Energie haben. Die haben wir nämlich jetzt gerade nicht. Und deshalb pflücken wir mal noch ganz kurz hier neu ein paar von unseren Früchten. Nehmen wir mit, futtern die. Sehr gesundes Leben, was wir hier führen. Rein damit. Rein, 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 rein. Wanz vollgehauen. So. Alles klar. Und jetzt gucken wir doch einfach mal. Vielleicht finden wir ja auch ein paar besondere Pflanzen hier. Hier zum Beispiel diese Lotusblume. Kriegen wir so gar nicht klein. Mit der Axt machen wir das. Und dann können wir ein Blatt. Das, was ist. Aha. Okay. Das haben wir noch nicht gefunden, ja, vorher. So ein Lotus-Core. Also das ist der Kern dieser Pflanze. Mal gucken, was wir damit anstellen können. Ach, nö. Und ich renne da hinten durch die Gegend wie so ein Bekloppter. Hier haben wir ja auch einen. Und hier haben wir ein paar Pilze. Orange, ne? Also wir können damit ja wirklich einiges anstellen mit den Pilzen. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Aber was ich jetzt mal mache, ist, wir essen jetzt mal so einen. Okay, das war nicht gut. Kinder, keine Pilze essen, die einfach so in der Gegend rumstehen. So, alles klar. Wir haben hier ein bisschen Sand, den räumen wir mal weg. Wir räumen mal an sich ein paar Sachen auch weg. Das ist recht angenehm dann. Und alles, was runtergefallen ist. Und wir gehen mal ganz kurz einen kleinen Kobold jagen. Na. Die Kobolde lassen immer diese Pilze fallen. Das ist vollkommen normal. Mensch, wir sind schon voll. Okay. Dann ist das jetzt so eine Beschaffungsfolge. Nennen wir die mal einfach so. Jäger und Sammler. Wohl ein paar brauchen wir ja. Entschuldigung. So. Die Kirschen. Dahin. Hier die Samen. Weil wir ja nachträglich vielleicht noch mehr anpflanzen werden. Und jetzt haben wir hier diese Kerne dieser Lotusblume. Essen kann ich die nicht. Das wäre auch kurios. Die belegen wir jetzt erstmal noch oben. Bis wir wissen, was wir damit so anstellen können. So. Zusätzlich hat diese Pflanze uns auch noch hier diese riesigen Blätter fallen lassen. Ja, und sonst haben wir hier noch ein paar Vines. Die können wir hier reinlegen. Gras kommt hier rein. Vines kommen hier rein. Blätter. Holzstäbe, wie gesagt, immer hier. Und so weit. So gut. Wie gesagt, Ordnung muss sein. Wir haben hier so viele unterschiedliche Pilzsorten. Und da ihr ja auch sehr viel wisst,
Haut mal raus, was kann man mit diesen Pilzen machen? Sagt mir mal Bescheid. Okay, und weiter. Wir waren ja gerade hier hinten. Und hier bleiben wir auch mal. Wir nehmen den Pilz mit. Kämpfen uns hier durch. Und hier ist noch einer. Je mehr wir davon töten, bin mal gespannt, ob die irgendwann zu uns kommen, weil sie uns hassen. Okay, ich habe einen weißen Pilz gegessen. Das geht anscheinend. Sehr viele Pilze. Also ich muss mich mit der Pilzkunde mal auseinandersetzen. Scheint recht wichtig zu sein. Und hier haben wir überall Bauland. Bauland ohne Ende. Hier ist wieder ein Pilz im Berg. Der ist anscheinend jetzt im Berg. Und sonst, ja, also jetzt... Hier hinten geht es dann in den nächsten Wald. Große Bäume. Das lasse ich aber mal ganz kurz. Holztechnisch, wie sah das aus? Ich glaube, ich kann mal ein, zwei Bäume mitnehmen. So. Ah, wo ist es? Schon wieder zu viel. Aber am weißen kann ich essen, haben wir gelernt. Gut. Wieder eine Fuhre, die wir zum Lagerhaus bringen können. Das geht jetzt recht lange so. Gucken. Die Pilze hier lassen wir stehen. Wir eigentlich anfangen, hier gleich mal ein bisschen hier unsere Gegend ums Haus herum zu verschönern. Noch ein Pilz mehr. Hier ist so einer, kommt dazu. So ein weißer mit Flecken, ein brauner mit Flecken, ein orangener, da müssen wir ganz schön viele, die tun ja auch weh, die sind ja nicht gut. Ein lilaner, ein knalleroter. Ja, das ist pink und das ist red. Das sind unterschiedliche. Das Essen. 5 haben wir weiterhin dabei. Und jetzt geht's hier wieder los an das Holz. Das Holz. Können wir das drauflegen. So. Und unheimlich viel Feuerholz. So echt Unmengen. Auch hiervon haben wir so viel. Also da können wir uns zurzeit nicht beklagen, dass wir dann in irgendeiner Weise zu wenig von irgendwelchen Holzprodukten hätten. Das reicht auch, nur die Bauholzteile, die wir halt benötigen, die normalen Blöcke, klar, die sind immer recht wenig vorhanden. So, also jetzt haben wir da so viel gemacht. Jetzt gucken wir uns mal um. Wir können natürlich jetzt hier das alles bebauen, indem wir mit Cobblestone die Wege hier verzieren, dicht setzen. Oder wir lassen es so. Bevor ich das jetzt einfach anfange, ich baue nur einen Weg hier hoch, aber bevor ich das richtig anfange, sagt mir Bescheid, soll ich das ruhig so lassen? So mit den Gräsern, mit der Natur drumherum? Oder soll ich das hier begradigen und zwar richtig? Eure Meinung ist mir da wichtig. Haut mal raus. Und sonst, hier haben wir noch gar keinen Boden gesetzt. Wie sieht das denn aus? Mensch. Das geht ja gar nicht.
das ist auch unsere richtige Höhe. Ja, gut, okay, jetzt müssen wir schauen. Okay, wir kommen hier also so rein. Das sieht auch gut aus mit der Erde, so ein bisschen dunkler. So könnte ich das dann machen. Also ich könnte normale Erde nehmen und damit hier alles zerbauen. Könnte gut aussehen. Grüne Stellen hier noch in der Mitte. Das muss natürlich raus. So können wir nicht arbeiten. Und so haben wir hier auch einen vernünftigen Boden im Turm. Der ist nicht so hässlich. Ich überlege gerade die ganze Zeit, habe ich eigentlich das Gebäude zum Pennen, das Schlafgebäude, habe ich das eigentlich schon fertiggestellt gehabt? Nee, ne? Oder? Na gut, wir waren so weit. Ein schönes Fenster zum Rausgucken. Hatten hier was zum Ablegen. Bleib da liegen. So. Ein paar Sachen. Oh, jetzt lege ich mich gerade hin. Das wollte ich jetzt gar nicht. Das Schlafen funktioniert noch nicht so ganz. Wissen wir ja. Und eine zum, falls mal, beim Aufwachen einen Snack brauchen. So, ja, mit der Erde hier könnten wir, wie gesagt, richtig schön dann... Oh, jetzt wird es dunkel gerade. Hinten ist Nebel. Sonne geht unter. Wir müssen jetzt natürlich gucken, ob wir hier außerdem hier hinten, habe ich ja auch, haben wir ja zusammen mal so einen Steinweg hier hochgebaut. Müssen wir auch überlegen, ob wir den überhaupt brauchen. Und wenn ja, was können wir hier oben bauen? Man könnte natürlich fernab hier auch einen Turm hochziehen, so eine Art Aussichtsplattform. Hier oben drauf, so klein. Da ist noch Rota. Oh, den haben wir doch besucht. Für Feuerzauber. Oder? Mal uns kurz gucken, ob das auch wirklich ein Fire Crystal ist. Okay, Ruby Crystal. Haben wir so einen schon? Jedenfalls ist es kein Firestone. Es gibt ja Froststone. Es sollte auch Firestone geben. Aber hier durch den dunklen Berg durch. An dem dunklen Berg rum meine ich natürlich. Und so sind wir jetzt auch wieder da. Ja, gut, alles klar. Ich glaube, so einen roten haben wir schon. Oh, hier liegt eine Fackel rum. Einfach so. Erstmal hier hin. Ja, aber so einen roten hatten wir trotzdem noch nicht. Aber wir haben schon recht gut Reichtum angehäuft hier. Müssen wir auch bald vergrößern. So, naja. Sieht doch schon mal recht gut aus alles. Unsere Beschaffungsmaßnahmen. Nächstes Mal werden wir weitermachen. Wir haben ja ein schönes Lagerhaus gebaut.
und ich denke, wir finden eine andere Beschäftigung. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und haut rein. Tschüss.